Artikelnummer SCP-3200. Objektklasse Keter. Sonderverwahrungsverfahren. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt bestehen die primären Verfahren zur Eindämmung aus der Erforschung verschiedener Möglichkeiten, die Ausdehnung von SCP-3200 zu verlangsamen. Da zurzeit weder eine permanente noch temporäre Lösung hierfür gefunden wurde, werden alle potenziellen Forschungsanfragen auf diesem Gebiet in Betracht gezogen. Zur Foundation zugehörige Forscher wurden entsprechend in zivile wissenschaftliche Institute eingeschleust, um zum einen ernsthafte Untersuchungen über die Natur von SCP-3200 zu verhindern und zum anderen selbst unabhängige Nachforschungen über die Anomalie anzustellen. Eine Rettung der Crewmitglieder der Peregrine 9 Expedition wird zurzeit nicht in Betracht gezogen. Beschreibung: Bei SCP-3200 handelt es sich um eine Region im Weltraum, welche unter zivilen Wissenschaftlern als Butes-Leere bekannt ist. Sie hat einen Durchmesser von derzeitig 300 Millionen Lichtjahren und befindet sich bei einer Rektaszension von 14 Stunden 50 Minuten und einer Deklination von 46 Grad. Die genauen Eigenschaften von SCP-3200 sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt unbekannt, da das Groß der Erforschung der Anomalie durch das inzwischen nicht mehr bestehende Peregrin-Expeditionsprogramm durchgeführt wurde. Aus diesem Grund gibt es eine nennenswerte Uneinigkeit darüber, wie genau SCP-3200 funktioniert. Die folgenden Prinzipien werden jedoch von der Mehrheit für zutreffend gehalten. SCP-3200 stellt eine außerordentlich dünne und möglicherweise offene Region der Raumzeit dar, welche einen transuniversellen Kontakt ermöglicht. Die Anomalie breitet sich mit 10 Millionen Lichtjahren pro Jahr aus. Die Gefahr eines UK-Klasse universaler Kollaps-Szenarios aufgrund der Expansion von SCP-3200 kann nicht ausgeschlossen werden. Alle weiteren Punkte, welche die exakten Eigenschaften von SCP-3200 betreffen, sollten nur als höchst spekulativ angesehen werden. Forscher, die an weiteren Informationen über die Anomalie interessiert sind, können die folgenden zusammengestellten Berichte über SCP-3200 einsehen. Geschichte der Anomalie. Die Anomalie wurde zuerst von zivilen Wissenschaftlern entdeckt, die bemerkt hatten, dass diese Region im All signifikant weniger Galaxien enthält, als man es von jeder anderen Region erwarten würde. Während eine Region ähnlicher Größe normalerweise etwa 2000 Galaxien enthält, besitzt SCP-3200 lediglich 60. Standort 118s Foundation-Forscher, welche sich mit der Erforschung extrasolarer Anomalien beschäftigen, bemerkten zwar von SCP-3200 ausgehende extrem hohe Hume-Werte, waren allerdings nicht in der Lage, eine Ursache hierfür zu finden. Eine durchgängige Erforschung von SCP-3200 sollte ernsthaft erst 2008 mit dem Start der Peregrin-Expedition durchgeführt werden. Ursprüngliche Leitlinie der Peregrin-Expedition von Dr. Alexei Dimitrov. Mit der Herstellung von immer ausgeklügelteren Technologien durch Mitglieder unserer Abteilung der angewandten Wissenschaften haben wir häufig Anwendungen gefunden, die verschiedenen Fortschritte zur Folge hatten, die niemand in Betracht gezogen hätte. Der Bau der ersten temporalen Senke durch Forscher der Foundation hat uns gezeigt, dass Zeit manipuliert, verlangsamt oder sogar in den Perspektiven unterschiedlicher Beobachter konstant gehalten werden kann. Von daher zielen wir darauf ab, modifizierte temporale Senkengeräte zum Start eines neuen Foundation-Weltraumprogramms zu verwenden, um nicht-terrestrische Anomalien besser zu verstehen. Durch die Beschleunigung der Zeit für die Crewmitglieder unseres geplanten Raumschiffes relativ zu uns auf der Erde können wir fortgeschrittene Raumfahrt zu entfernten Orten verwirklichen. Temporale Senken erlauben es uns, den natürlichen Fluss der Zeit zu erhalten, sowohl für uns Beobachter auf der Erde als auch für die Crewmitglieder der Expedition und damit auch die Kausalität in allen Bezugssystemen. Wir müssen lediglich die Crew für die angestrebte Reisedauer kryogen einfrieren, die modifizierten temporalen Senken aktivieren und sie bei Ankunft an ihrem Zielort aufwecken. All das in einem für unsere Verhältnisse brauchbaren Zeitraum und ohne Verletzung der Kausalität. Versuche in kleinen Maßstab legen nahe, dass wir die temporalen Senken auf Raumschiffen mit treibstoffeffizienten Ionentriebwerken nutzen können, um Forscher innerhalb weniger Monate auf Millionen Lichtjahre lange Reisen hin und zurück zu schicken. Dies würde uns erlauben, unser Wissen über extrasolare Anomalien erheblich zu verbessern. Die Genehmigung dieser experimentellen Technologie zur Erforschung von Exo-Anomalien führte zum Start der Peregrin-Expedition, welche mehr Daten über mehrere verschiedene extrasolare Anomalien sammeln sollten.
SCP-3200 wurde als das Ziel der Peregrin 9 Expedition ausgewählt, welche am 29. November 2010 gestartet ist. Peregrin 9 Expeditionsdetails. Ziel: Erforschung der Natur von SCP-3200 und Ermittlung der Ursprünge der abnormal hohen Hume-Werte. Crewmitglieder: Anführer der Mission und Pilot, Kapitän Mikhail Kuznetsov. Maschineningenieur Alexander Moreau. Astrophysiker und Forscher Thomas Sewell, Spezialist für extrasolare Eindämmung. Flugdetails: Die Mission findet im Zeitraum vom 29. November 2010 bis zum 29. November 2016 statt. Die Flugzeit unter Verwendung von temporären Senken nimmt 4 Jahre der Missionszeit ein, während welcher sich die Crewmitglieder im Kryoschlaf befinden. Am 28. Februar 2016 konnte die Foundation eine Kapsel sicherstellen, welche von Peregrin 9 geschickt wurde. Diese bestand aus modifizierten Segmenten des ursprünglichen Peregrin 9 Shuttles. Das Folgende ist eine Sammlung relevanter Logs und Transkripten, die in der Kapsel gefunden wurden. Der Zugang zu vollständigen Berichten erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung des Projektdirektors. Aufgezeichnetes Datum: 1. Februar 2013. Video beginnt. Man sieht Kuznetsov die Kamera einstellen, während der Rest der Crew scheinbar gerade erst aus dem Kryoschlaf erwacht ist. Und einfach so befinden wir uns 700 Millionen Lichtjahre von zu Hause. Hat sich wie nichts angefühlt. Es ist ein bisschen unheimlich und ein bisschen atemberaubend. Das heißt jetzt also, dass wir bestimmt mitten innerhalb der Anomalie sind, richtig? Korrekt. Es fühlt sich allerdings nicht anders an. Schaut mal nach draußen! Moreau nimmt die Kamera und zeigt den Ausblick nach draußen. Es ist stockfinster, ohne sichtbare Anzeichen von Sternen oder Galaxien. Das nenne ich mal verstörend. Absolute Dunkelheit. Was denkt ihr, ist da draußen? Wer weiß, es ist unsere Aufgabe, das herauszufinden. Ende des Videos. Aufgezeichnetes Datum: 2. Februar 2013. Video beginnt, man sieht Kuznetsov vor der Kamera sitzen. Hier spricht Kapitän Mikhail Kuznetsov von der Peregrin 9 Mission. Bericht von Tag 1 unserer Mission, welche bereits auf Schwierigkeiten gestoßen ist. Das erste, was wir ausprobieren wollten, war die Bestätigung der anormalen Hume-Werte, die unsere erdgebundenen Satelliten gemessen hatten. Allerdings scheinen unsere Kantzähler nicht richtig zu funktionieren. Die Hume-Werte, die wir ablesen können, fluktuieren schnell im Bereich von praktisch 0 bis zu absurden Werten in die Hunderte. Wenn wir den ganzen Weg hierher gekommen sind, nur um dann defekte Kantzähler zu haben, was eine Tragödie das wäre. Kuznetsov fällt inne und schaut aus dem Bullauge. Trotzdem, irgendetwas stimmt hier nicht. Wir müssen später noch mehr nachforschen. Ich glaube, das ist alles für heute. Ende des Videos. Aufgezeichnetes Datum: 13. März 2013. Video beginnt. Man sieht alle drei Crewmitglieder, wie sie um etwas herumstehen, das eine Art Box zu sein scheint. Kuznetsov blickt direkt in die Kamera. Also, heute sind wir aufgewacht und haben draußen eine Box gesehen. Schwebte einfach schön platziert in der Mitte vom Nirgendwo herum. Wir haben das Objekt gerade sichergestellt und sind dabei, es zu öffnen. Nervöses Glucksen aus der Gruppe. Kuznetsov hält Abstand und steht an der Seite des Auswurffensters. Moreau öffnet die Klappe der Box vorsichtig und blickt hinein. Es ist eine CD? Sollen wir schauen, was drauf ist? Ja, benutzt den isolierten Computer. Der ist mit nichts verbunden. Moreau lässt die CD auf dem Computer laufen. Dies öffnet einen Film. Nach dem Zunicken von Kuznetsov spielt er diesen ab. Der Film zeigt Kapitän Kuznetsov vor der Kamera sitzend. Was zur Hölle? Hier spricht Mikhail Kuznetsov von der Peregrin 9 Mission. Bericht von Tag 35. Immer noch kein Anzeichen davon, dass das Wachsen der Anomalie verlangsamt wird. Wir erhalten auch keine sinnvollen Daten über sie, weil wir es immer noch nicht schaffen, unsere Zähler zum Laufen zu bringen. Trotzdem schauen wir, was wir ausrichten können. Für das Wohl von uns allen. Melde mich ab. An dieser Stelle endet der Film. Ende des Videos. Aufgezeichnetes Datum: 21. März 2013. Video beginnt, man sieht Kuznetsov wieder vor der Kamera. Hier spricht Kapitän Mikhail Kuznetsov von der Peregrin 9 Mission. Bericht von Tag 47 der Mission. Während der letzten Woche haben wir 12 weitere Aufnahmen gefunden, in denen ich über die fragliche Anomalie spreche. Kuznetsov seufzt und reibt sich den Nacken. Wir sind einer Antwort allerdings immer noch kein Stückchen näher. Alle diese anderen Versionen von mir wissen anscheinend mehr als ich darüber, was vor sich geht, da sie alle davon sprechen, SCP-3200 aufzuhalten. Ich wünschte, diese Version von mir wüsste auch nur halb so viel, wie die anderen es vorgeben. Ha, da fällt mir etwas ein. Nein, die Kanzler funktionieren immer noch nicht und wir wissen immer noch nicht, warum.
Kuznetsov lehnt sich zurück und knetet sein Gesicht. Moreau glaubt, dass wir hier etwas aus anderen Universen sehen, was erklären würde, wo diese Dinge herkommen. Thomas glaubt, dass etwas mit der Realität um diese Anomalie nicht in Ordnung ist, was wiederum die nicht funktionierenden Kanzler erklären würde. Aber keine Ahnung warum. Zusammengefasst, wir haben eine ganze Menge Nichts und einen Haufen Fragen. Das ist alles für heute. Ende des Videos. Aufgezeichnetes Datum 6. August 2013. Video beginnt. Man sieht Kuznetsov mit dem Kopf in den Händen. Er blickt auf in die Kamera. Heute haben wir die 38. Aufnahme meiner Wenigkeit sichergestellt. Wir haben 38 verschiedene Kapseln, welche Aufnahmen von mir enthalten, in denen ich mit der Kamera spreche. Genau so, wie ich es jetzt mache. Und keine dieser Aufnahmen gleicht der anderen genau. In jedem Video trage ich unterschiedliche Klamotten. Das Datum stimmt nicht, ich habe andere Frisuren, alles Mögliche. Und ich habe nicht die leiseste Idee, warum. Kuznetsov lehnt sich zur Kamera. Was mir am meisten Sorgen bereitet, ist, dass wir immer noch keine Einzelheiten darüber wissen, was SCP-3200 eigentlich macht. Wir sind uns ziemlich sicher, dass das hier ein Ort seltsamer Raumzeitzeugs ist. Moreau ist felsenfest davon überzeugt, dass die Raumzeit in dieser Region ziemlich dünn ist und dadurch den Kontakt zu anderen Universen erlaubt. Aber ansonsten wissen wir einfach nicht genau, was vor sich geht. Schlimmer noch, wir haben angefangen, mehr als nur Kapseln zu finden. Leichen zum Beispiel. Meine, Sevels, Moreaus. Einige von Leuten, die ich noch nie gesehen habe. Teile von Schiffen, die Technologie verwendet haben, welche ich zuvor noch nicht gesehen habe. Und anderes Zeug, das ich überhaupt nicht verstehe. Kuznetsov schaudert. Hier ist irgendetwas zutiefst falsch. Es fühlt sich grundsätzlich deplatziert an. Als gehöre es hier nicht her. Ich weiß nicht, was wir hier sonst noch herausfinden können. Melde mich für heute ab. Ende des Videos. Am 7. September 2013 verschwindet Kapitän Kuznetsov scheinbar während des Versuchs, eine weitere Aufnahme sicherzustellen. Er taucht nach 2 Tagen, am 9. September 2013, in einem extrem dehydrierten und schwachen Zustand wieder auf. Die anderen Crewmitglieder berichteten, dass Kuznetsov diese Aufnahme anfertigte, bevor er in ein Koma fiel. Wir waren Narren. Die Void ist kein Gebiet, in der die Raumzeit zerstört wird. Sie selbst ist die Quelle für den Riss, die Raumzeit selbst. Reißt sich hier in Stücke und wir sehen die Echos von jeder Zeitlinie, der Vergangenheit und Zukunft. Die Zeit ist ein Ouroboros. Sie verzehrt sich selbst immer und immer wieder, nur um neugeboren zu werden. Ich habe alles gesehen. All die Male, in denen wir versucht haben, es in der Vergangenheit aufzuhalten. All die Male, in denen ich versucht habe, es in der Vergangenheit aufzuhalten. Und in der Zukunft. Das hier passiert wieder. Und immer wieder, so lange, bis wir es hinkriegen. Wieder und immer wieder versuchen wir es zu reparieren. Alle Zeiten überlagern sich, so lange, bis wir die Singularität erreichen und alles verloren ist. Der Riss öffnet mehr Löcher, überall in der Realität, und die Anomalien erscheinen schneller und schneller, aber ihre Eindämmung verzögert nur das unausweichliche Auslöschen aller Dinge. Ich habe all die Zeitlinien gesehen, und wir haben es nicht aufgehalten. In keiner davon. Bogoroditsa, wir haben den Abgrund geblickt. Und bei Gott, er hasst uns. Dies war das letzte aufgezeichnete Ereignis, welches in der geborgenen Kapsel aufbewahrt wurde. Zieht man den Ablauf von Peregrin 9s ursprünglicher Missionsdauer in Betracht, ist die Expedition als verloren zu betrachten.